Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zu dem New Swiss Marketing Forum. Die Stimmung ist ganz eine andere als noch vor einem Jahr, wo es noch Social Media Forum geheissen hat. Der Staub hat sich gesettelt. Der neue Sheriff ist nicht so gross, wie wir alle gedacht haben. Social Media, die Herbstrevolution im Marketing ist ausgeblieben. Ich weiss nicht, wie es bei euch geht. Mein Facebook-Profil ist gelöscht. Es sind noch die Einträge der letzten drei Tage drin. Mein Twitter-Profil ist gelöscht. Ich habe noch 6 Tweets getroffen. Und so eine kleine Stimmung ist, glaube ich, weit verbreiteter, als man denkt. Unter diesem Motto steht heute das Forum «Nomen est Omen». Bevor wir in die Details reingehen, kurz 2-3 administrative Angelegenheiten, bevor wir nachher den Tag aufrollen, den wir voll bestückt haben mit wertvollen Referentinnen und Referenten. Genau das bin ich. Die könnt mir folgen. Auch wenn ich regelmässig meine Tweets lösche, ist es doch ein lohnenswerter Handle @dafrei. Wenn wir kurz das Programm anschauen wollen, bis zum Mittagessen, wir haben Breaking News. Der Vortrag Starbucks ist leider draussen. Wir haben auch kurzfristig eine Absage erhalten. Das steht aber in keinem Zusammenhang mit dem nicht funktionierenden Starbucks Laden in der Cafeteria. Der wird sicher bis in die Zähnepause voll funktionsfähig sein und euch besten Starbucks-Kaffee liefern. Bis dann werden wir Thomas A. Breiner hören von IBM. Er wird uns zeigen, wie man Social Media in Social Business integrieren kann. Wir werden Thomas Ramseyer, ein Brander, ein Markenpapst hören. Und wir werden Kaffeepause machen und nachher in die ersten parallelen Workshops eintauchen, wo ihr bereits auf euren Tischen habt. Wenn ich euch schnell den Zettel dürfte zeigen, den ihr alle habt, dort drauf ist eure Einteilung für einen ersten Workshop. Wenn ihr nachher am Nachmittag, nach dem Mittagessen in einen anderen Workshop wettet, weil ihr irgendwelche Hot News erfahren habt, könnt ihr natürlich noch wechseln am Nachmittag. Also es ist relativ offen und flexibel. Ihr könnt dort gehen, wo euch das interessiert. Am Nachmittag gibt es eine kurze Zusammenfassung der Workshops. Es gibt eine zweite Runde, in der ihr eben ein neues Thema auswählen könnt. Und dann gehen wir in Überflug über das Thema Zuckerbrot und Peitschen. Wird ein Thema sein von Dr. Matthias Sutter. Pixel and Cubism, ein weiterer Vortrag ein bisschen später von Professor Lionel Tiger. Und für alle die, die schon Lust haben und noch keine Zeit hatten, geht mal sein Wikipedia-Profil anschauen. Das wird ein Top-Vortrag, der hat Top-Publikationen bereits jetzt gemacht. Und ganz zum Schluss, das Schlusswort von Dr. Kerry Steinmann. Er wartet schon und ist bereit, auch jetzt gerade für das Intro und für den ganzen Unterbau zu bieten. Wir haben vorher schnell in der Pause geredet und er hat mir gerade wieder seine Abneigung von Twitter und Facebook-Konto. Er wird das sicher später auch noch ausführen. Das zum Programm. Ganz wichtig, wenn ihr über einen Anlass dort twittern, dort oben Hashtag SNMF12. Für iPhones hat die ein Ladekabel, wenn irgendjemand am Mittag schon austwittert ist. Für alle Androids und anderen komischen Gespässe müsst ihr euch selber helfen, untereinander. Gut, Hashtag SNMF12 für das Twitteren, eure Botschaften, wir screenen, wir schauen. Wenn irgendwie Vorträge sind, ihr habt eine Frage, dort zu twitteren, wir prüfen die Kanäle prüfen. Wenn wir nicht am Kaffee trinken oder rauchen sind und bringen die Fragen nachher auch gerade unseren Dozenten, unseren Präsentatoren vor. Etwas weiteres Wichtiges, wir sind sehr interessiert an eurem Feedback und haben darum den QR-Tag auf eurer A5-Karte integriert. Den QR-Tag könnt ihr mit der entsprechenden App auf eurem Smartphone fotografieren. Ihr werdet automatisch auf die Webseite geleitet. Und dort könnt ihr nachher Feedback geben auf einen jeweiligen Vortrag oder auf die entsprechende Präsentation. Voilà. So viel von dem. Und genau, was auch noch drauf ist,
ihr müsst hier nicht eure Swisscom-Rechnung belasten, ihr könnt euer Smartphone einloggen ins Netz, der WLAN-Name event-zhaw und das Passwort SNMF2012. So. Ist das schon vorab alles? Gut, meine Damen und Herren. Das war die Administration. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit diesem Tag und wünsche einen herzlichen Applaus an Professor Dr.